Wir Kubala sagen immer, was wir denken, auch wenn es dafür eins aufs Maul gibt. Wieso denn ein paar aufs Maul? Höchstens einen Kuss, oder? Yvonne, ich kündige dich lieber an. Max Petersen mag keine Überraschung. Oh, da ist die Sitzung gerade drin, da kannst du nicht stören. Bitte. So eine gottverdammte Scheiße, Mann, ich hab's doch gewusst. Liebe will nicht, Liebe ist. Liebe sucht dich, Liebe kämpft dich, Liebe wird nicht, Liebe ist. Liebe soll nicht, Liebe fragt dich, Liebe ist. So wie du bist, so wie du bist. Yvonne, warte. Die beiden, die sind ganz bestimmt kein Paar. Und wenn du Max erst mal erzählt, dass... Nein, halt bloß die Klappe! Entschuldige. Und das war bestimmt nicht so, wie es aussah. Was hältst du mich wirklich für so blöd? Das war echt der beschissenste Moment in meinem ganzen Leben. Sowas von demütigend. Vielen, vielen Dank, Lisa. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Verzieh dich. Ja. Am besten dahin, wo es keinen Herzschmerzkram, keine Babys im Bauch und keine triebgesteuerten Personalchefs gibt. Es tut mir alles wahnsinnig leid. Naja, du hast ja nicht gebeten, hier rein zu platzen. Schlimm für dich? Yvonne, ist mir doch egal. Naja, so eine Trennung zu verarbeiten, das kann natürlich dauern. Das kenne ich ja aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wovon ich rede. Wovon? Na, von meinem Mann und mir. Also als mein Mann sich von mir... Naja, ist auch egal. Inka, ich bin froh, dass wir uns so gut verstehen. Ich auch. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir es... Wenn wir das Berufliche und das Private trennen, das verstehe ich gut. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Hattest du vorher nicht ein paar Unterlagen, oder... Ach, natürlich, klar. Also, du müsstest hier genau noch mal unterschreiben. Da. Oh. Bernd, du isst doch nicht wie so ein Ferkel. Na, wenn's doch so lecker ist. Wie läufst denn du eigentlich rum? Naja. Hm? Ja, ob nun mit oder ohne Fleck, die zerbeulte Hose, die kannst du einfach nicht mehr anziehen. Die anderen sind in der Wäsche. Ich kann mir ja schlecht von dir ein Kleid leihen. Da würdest du mit deinem Beutel noch gar nicht reinpassen. Du, das hat eine Menge Geld gekostet. Und deine Kochkünste sind auch nicht ganz unschuldig dran. Ja, das Biergeschwür hattest du aber schon, als wir uns kennengelernt haben. Damals habe ich dir damit gefallen. Trotzdem. Die Hose ist unmöglich. Ja, das ist meine Lieblingshose. Dann lass sie doch einrahmen. Weißt du was? Nee. Wir gehen ja nachher eine neue kaufen. Ich muss arbeiten. Ja, hinterher. Die Geschäfte haben nur bis 8 auf. Dein Kiosk auch. Ich sag Jürgen Bescheid, dass ich früher gehe. Ich weiß gar nicht, was bei den Seidels heute anfällt. Ich glaube, da ist eine... Hol mich einfach ab, sobald du da wegkommst. Wir waren so lange nicht mehr zusammen bummeln. Bummeln. Mann, das war echt mega verletzend. Warum muss ich mit ansehen, wie der Erzeuger meines Babys eine andere abschlägt? Oh. Und alles nur wegen Lisa. Mann, ich wollte den Scheißgang ja nur noch vergessen. Warum muss die dumme Kusi da ungefragt einmischen? Ja, aber Lisa konnte doch nicht riechen, dass Max und Inka was am Laufen haben. Hey, ich wusste das nicht. Es wusste keiner. Mann, das war einfach eine Scheißidee, in die Firma zu kommen. Ich bin ja selber schuld. Was höre ich denn auch auf Lisa, diese Super-Expertin in Liebesfragen? Das ist doch nicht Lisas Schuld, wenn Max Inka die Zunge in den Hals steckt. Aber es ist ihre Schuld, dass es vor meiner Nase passiert ist. Die soll mir bloß vom Leib bleiben. Hey. Kaffee? Nein, danke. Schmeckt auch nicht besonders. Sollten wir abends vielleicht mal sagen. Was willst du? Unsere Freundschaft nicht verlieren.
Fühlst du dich einsam mit meinem Bruder? Hör mal, ich weiß wirklich nicht, was so schlimm dran ist, dass Richard und ich... Ja? Mein Gott, er steht halt auf mich. Und du auf seine neue Machtposition? Sag mal, das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Für wen hältst du mich eigentlich? Richard ist... Er ist wirklich ein cooler Typ. Und? Du, nur weil er dein Bruder ist. Deswegen ist er... Mein Bruder hat David auf das Hinterhältigste reingelegt, wie du sehr gut weißt. Aber das ist doch nicht meine Schuld. Du, ich habe auch oft genug meine Probleme mit David gehabt, aber dich mache ich doch nicht dafür verantwortlich. Verantwortlich. Was haben denn unsere Kerle mit unserer Freundschaft zu tun, Mariella? Ich sehe dir doch an, dass du gerade eine gute Freundin brauchen kannst. Dir geht's doch nicht gerade Gold. Der David haut einfach ab und du weißt wahrscheinlich auch nicht, wie es weitergehen soll. Das ist es nicht. Jedenfalls nicht nur. Du musst mir nichts erzählen, aber... Das soll manchmal schon helfen. Ich habe ihn wiedergesehen. Den Architekten? Er hat mich vor die Wahl gestellt, von der ich dachte, ich hätte sie längst getroffen. Oh Mann. Ach, upsala. Bitte. Danke. Schöne Haare hast du heute. Na, wenigstens tolle Haare, ne? Mein Gott, darf man dir doch nicht mal ein Kompliment mehr machen? Hm? Oh, kommt drauf an, wer? Ihr beiden könntet euch auch mal wieder einkriegen. Agnes, machst mir bitte ein paar Canapés und zwei Espressi für Sitzungsraum 2? Kein Problem. Ich nehm's gleich mit. Die können echt gut schauspielern. Als sei überhaupt nichts passiert. Dabei wissen sie genau, dass ich sie gesehen habe. Und gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Und ob? Yvonne kriegt ein Kind von dir und du machst dich an Inka ran. Ich meine, aus der Ferne. Nein, noch nicht. Aber wenn du nicht mal weißt, dass Yvonne schwanger ist, wie kann ich dir einen Vorwurf machen? Vielleicht sollte ich dich lieber warnen, bevor alles zu spät ist. Danke. Sieht wie immer köstlich aus. Danke. Weg ist er. Aber vielleicht auch besser so. Inka würde ihr Lächeln vergehen und Yvonne würde mir den Kopf abreißen, wenn ich den Mund aufmache. Oh, trotzdem. Sag mal, deine Mutter arbeitet doch heute im Kiosk, oder? Lisa. Hm? Schon gut. Wenn sie mich nach dir fragt, dann sage ich ihr, du träumst süß. Ich hatte eine ganz klare Grenze gezogen. Ich wollte nicht mehr sehen. Na und? Nur Langweiler sind konsequent. Als ich im Wolferts neben ihm gesessen habe, da war mir alles egal. Er war so einfühlsam. Ich wollte, dass er mich in den Arm nimmt und mich küsst. Na und? Hat er? Nein. Na gut, ist vielleicht auch besser, so. Ich meine, im Wolferts, da kennt dich Hinz und Kunst. Du begreifst es immer noch nicht. Er hat mich zurückgewiesen, weil... Weil er ein Gentleman ist. Weil er mich liebt, Sabrina. Das glaube ich jedenfalls. Er will keine Affäre. Na, du? Ich auch nicht. Warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Wo ist denn jetzt das Problem? Er will, dass ich mich ganz für ihn entscheide oder gar nicht. Spinnt er? Du bist mit David verlobt. Und wo ist der hin? Er haut einfach ab, wenn ich ihn am meisten brauche. Hey, jetzt kapier ich das endlich. Du bist in den Typen wirklich verliebt. Meine Gefühle sind ein einziges Chaos. Ich verliere langsam die Kontrolle. Mensch, genießt es doch. Wenigstens solange David weg ist. Ich bin nicht wie du, Sabrina. Ich kann nicht von heute auf morgen mein Leben umkrempeln. Herr Plenske. Entschuldigung, ich wollte mir nur die Hände waschen, bevor ich gehe. Und Gabriele sagte mir, ich könnte das in der Küche machen. Und sie hat sie durch die Halle geschickt? Ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Ja, kein Problem. Ja. Interessante Hose. Ja. Finden Sie, Sie wollen mich auf den Arm nehmen, wie? Nee, nicht bei meinen Nackenschmerzen. Nein, die schwarze Hose passt gut zu Ihrer Frisur. Beide etwas nostalgisch. Ja. Danke, Frau Seide. Ach, Herr Plenske, bevor ich es vergesse. Es ist was mit dem Whirlpool nicht in Ordnung. Inwiefern? Ja, ich weiß nicht. Die Düsen haben nicht genug Druck. Und mein Nacken bringt mich um. Ich bräuchte dringend heute noch eine Massage. Ja, es ist kein Problem. Ich kümmere mich sofort drum. Haben Sie denn noch Zeit dafür? Wenn es nichts Kompliziertes ist. Sie würden mir wirklich einen großen Gefallen tun. Das mache ich doch gerne. Danke. Ja, ich gehe dann mal. Mhm. Ich fiel an damit. Entschuldigung. Bin ein bisschen spät. Wo ist der Bernd denn? Ja, das würde ich auch gern wissen.
Dann kann ich ja wieder gehen. Ja, wenn er mich wirklich versetzt hat. Oh, wer hat dich versetzt? Hallo, Agnes. Hallo. Mein Göttergott, wir wollten zusammen eine Hose kaufen gehen. Der wollte vor einer halben Stunde hier sein. Oh, ja, bei den Aussichten wäre ich aber auch weggeblieben. Aber was soll denn das heißen? Ich hasse Kaufhäuser und ich denke Bernd auch. Das begreife ich nicht. Also es ist doch wunderbar, wenn man... manchmal so einiges unbegreiflich. Ja, aber Bernd braucht eine neue Hose und wir wollten mal wieder zusammen so richtig schön bummeln gehen. Oh Gott, der Arme. Und du? Du könntest auch mal wieder ein neues Outfit gebrauchen. Und du, wenn du mich jetzt für deinen Mann büßen lassen willst, dann vergiss es. Ja, und so viel Zeit bleibt sowieso nicht mehr. Weißt du was, lass uns doch zusammen gehen. Ich gehe total gerne shoppen. Und wir brauchen deinen Mann doch nicht, um dem eine schöne Hose auszusuchen, oder? Mensch, Agnes. Du rettest mir den Abend. Wo gehen wir hin? Klamotten August mal probieren. Das rede ich ja dran. Das ist jetzt schön. Tschüss. Von Bramberg? Schatz, ich bin's. David, wo bist du? Ich bin in Shanghai. Danke für diese nützliche Information. Es tut mir leid, Mayella. Es war etwas Hals über Kopf, aber Karski wollte mich unverzüglich hier haben. Und du bist auf diesen 13.000 Kilometern nach Shanghai nicht früher an einem Telefon vorbeigekommen? Ich wollte nicht, dass du dich aufregst. Wie rücksichtsvoll. Dein plötzliches Verschwinden war da viel beruhigender. Bitte, verzeih mir, aber ich bin nicht hier, um für Karski zu arbeiten, sondern weil ich Informationen über sein Konsortium will. Es gibt vielleicht Möglichkeiten, dass wir Karima zurückbekommen. Er weiß natürlich nichts von meinen Plänen. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Ist dir mal in den Sinn gekommen, dass ich mir Sorgen mache? Ich bin okay. Wie schön. Ich konnte nicht zu Hause sitzen und die Hände in den Schoß legen. Ich musste etwas unternehmen. Ja. Ich hoffe, du verstehst das. Wann kommst du zurück? Ich weiß es noch nicht. Ich melde mich bald, ja? Gut. Auf Wiedersehen. Ach übrigens, ich wohne im... Jetzt reicht's. Wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo. Was glotzt denn du wie ein Dackel auf Valium? Ah, du hast natürlich alles brühwarm weitergetratscht. Vielen Dank. Also bevor jetzt hier noch jemand die Mitleidstour schiebt, ich bin froh, dass die Sache geklärt ist. Der Typ ist ein Arschloch und ich brauche ihn nicht. Schluss, Punkt, aus. Yvonne, die willst du doch aber nicht selber trinken. Nee, die sind für meinen Kanarienvogel. Aber du... Was denn? Aber was mir schmeckt, schmeckt auch meinem Nachwuchs. Willst du meinen Perso sehen? Ich bin über 18. 4,20 bitte. Stimmt so. Tschüssikowski. Helgalei. Ich komme gleich. Ich habe versucht, dich im Kiosk zu erreichen, aber du warst schon weg. Ich konnte nicht früher nach Hause gehen. Bei den Seidels, da gab es ein Problem im Bad. Spar dir deine Erklärung. Ich kann sehr gut alleine einkaufen gehen. Ich war mit Agnes, hat Spaß mit ihr gemacht. Helgalein, und ich habe Abendbrot gemacht. Hier, habe ich dir mitgebracht, weil du ja so beschäftigt warst. Du bist ein Schatz. Danke. Gefällt sie dir nicht? Doch. Ja, dann probier sie doch gleich mal an. Nee, die passt schon, du, die passt schon. Jetzt gerate mal nicht gleich aus dem Häuschen vor lauter Begeisterung. Es ist doch nur der Schnitt. Ich hab's eben gerne, wenn's unten ein bisschen auseinander geht. Ich tausche die morgen um. Das ist dann die Farbe, die ist doch schön. Schwarz wäre nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass du so modebewusst bist. Wo sind die Butter, Käse, Wurst? Was ist das? Stulle. Marielle. Schön, dass du kommen konntest. Ich bin sehr glücklich, dich so schnell wiederzusehen. Ich. Zuerst. Der Himmel ist mein Zeuge, ich hab's versucht. Aber ich kann an nichts anderes mehr denken als an dich. Ich liebe dich. Wir müssen auf sie aufpassen. Also du musst. Yvonne ist kein Baby mehr.
Nein, sie kriegt aber eins. Und wenn sie weiter so säuft, dann kann sie ihr Kind verlieren. Aber doch nicht von so ein paar Gläschen Schnaps. Ich verstehe überhaupt nicht, dass du da so cool bleiben kannst. Weil wir sowieso nichts dagegen tun können. Oh, und jetzt hör auf damit. Mm. Vielleicht sollte ich doch mit Max reden. Ja, genau, dann reißt sie dich in Stücke. Besoffen oder nicht? Ich kann einfach nicht mit ansehen, dass sie alles in sich reinfrisst. Das ist einfach überhaupt nicht Yvonnes Art. Hör mal, bis jetzt hast du alles noch schlimmer gemacht. Halt dich da raus und gib ihr einfach ein bisschen Zeit, ja? Ich wollte es nicht wahrhaben, aber ich vermisse dich jede Minute. Was hast du? Ich werde Berlin verlassen. Wie bitte? Ich kann die Bauleitung seines Ferienclub-Projekts in Südafrika übernehmen. Was ist mit der Villa? Die Villa, in der du mit David wohnen wirst? Es tut mir weh, dir so nah zu sein und gleichzeitig... Es tut mir auch weh. Lass uns gehen, ich möchte mit dir alleine sein. Das möchte ich auch. Für immer. Es ist besser für uns beide, wenn ich die Stadt verlasse. Ich brauche dich. Dann komm mit mir. Das geht nicht so einfach. Ich brauche mehr Zeit. Dann nimm dir die Zeit, die du brauchst. Es gibt täglich Flüge nach Kapstadt. Ich hoffe, du verstehst meine Entscheidung. Lars, das ist doch verrückt. Ich weiß, aber nötig. Ich werde auf dich warten. Bernd? Ja? Der Duschkopf funktioniert nicht. Mach ich morgen. Helgerlein, meine Schaumgeborene. Du kümmerst dich jetzt bitte sofort um den Duschkopf. Das wolltest du längst erledigt haben. Der Duschkopf ist so wie immer. Eben. Muss das unbedingt jetzt sein, Helga-Mäuschen? Ich helfe dir nachher mit einem Eimer, das Zeug da rauszuspülen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will mir nämlich noch eine Pflegespülung machen. Dann lass dir eine Wanne rein. Ja, da wirkt der Abflussreiniger ein. Weil du es immer vergisst, deine Haare aus dem Sieb zu pulen. Also gut, du Nervensäge. Wahrscheinlich fühlst du dich nicht wohl, wenn du mir nicht ständig rumschubsen kannst. Was sagst du? Rumschubsen kannst. Jetzt habe ich's aber satt! Erst versetzt du mich, obwohl wir für dich eine Hose kaufen wollten. Dann mäkelst du an der Hose rum, nach der ich stundenlang rumgerannt bin. Und dann stellst du dich derartig an, weil ich dich um einen winzig kleinen Gefallen gebeten habe. Aber es bin ja auch nur ich und nicht deine vornehmen Seidels, für die bis in die Nacht arbeitest, wenn die nur mit dem Finger schnipsen. Mmh, boah, schön lecker. Ja? Mhm. Ach, sag mal, Madame, direkt in der Quelle, wo ist David Seidel? Tut mir leid, dazu kann ich dir echt nichts sagen. Ach Mist, ich brauche unbedingt einen Vorschuss und ich habe keine Ahnung, wann der... Hey, ich dachte, du bist ausgeflogen. Ich bin eingeschlafen. Willst du auch einen Keks? Oh Gott, sie sieht ja aus wie der Tod auf Latschen. Ausgerechnet Yvonne, die vor Lebensfreude immer so gesprüht hat. Aber halt dich zurück, Lisa. Sag nichts. Hannah hat recht. Bisher hast du alles nur noch schlimmer gemacht. Was suchst du da? Oh, mein Feuerzeug. Ich glaube, es sind noch irgendwo Streichhölzer in den Schubladen. Nee, Yvonne. Jetzt qualmst du auch noch? Okay, ich sag ja gar nichts. Willst du vielleicht noch einen Tee mit uns trinken? Ja, oh, vielleicht. Mein Mund braucht dringend eine Spülung. Meine Zunge fühlt sich an wie so ein aufgedunsener Bimsstein. Ja. Yesterday came.
suddenly why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide. Und was geht noch ab heute Abend? Bei mir höchstens Wanne und Bett. Und du? Übernachtest du hier? Eigentlich nicht. Wieso denn nicht? Ach, willst du heute mitten in der Nacht auch nach Göberitz pilgern? Du kannst echt bei mir pennen. Danke. Ich entschwinde dann mal in die Nasse, ja? Ich sage nichts. Sie macht ja nur auf Nikotin abhängig, um mich zu provozieren. Aber ich kann mich beherrschen. Oh, Schluss jetzt. War ich schon Knick in der Birne? Nein, ich bestimmt nicht. Ich rauch so viel ich will. Ja? Hast du auch dein Baby gefragt? Aha, haben wir seit neuestem einen Job bei der Embryopolizei? Mann, Yvonne, du lässt dich total gehen. Okay, du bist in einer beschissenen Situation. Du kannst die Schwangerschaft nicht ignorieren. Du kannst es einfach nicht ändern. Schon mal was von Abtreibung gehört? Das würdest du nicht tun. Ich meine, jedenfalls nicht, bevor du mit Max gesprochen hast. Erstaunlich, was du alles über mich weißt. Okay, ich weiß es nicht, was du denkst. Aber ich bin eine Freundin, die dir helfen will. Danke. Also eine Kostprobe von deiner Hilfe hat mir echt gereicht. Oh, verdammt nochmal, du weißt doch überhaupt nicht, was zwischen Max und Inka wirklich gelaufen ist. Also dafür brauche ich aber keine Hellseherin zu sein. Ich meine, was ist denn, wenn Max, ich meine, wenn er sich einfach nur nach dir sehnt? Das tut er nicht. Sonst hätte er mich ja wohl nicht so mies behandelt, der blöde Saftsack. Dann bestraf dich nicht selber. Ich fühle mich einfach so scheiße allein und niemand kann mir helfen. Du bist nicht alleine, du hast uns. Doch nochmal, wir lassen dich nicht im Stich, wir sind für dich da.